Tunk Productions war da wieder dran. Monkey Melody. Timmy empfiehlt dir, dein Gamepad anzuschließen und die Kopfhörer einzustecken. Ein Gamepad habe ich natürlich nicht mit dabei. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen Hobbits und Englodom zu einem weiteren Netztest, zum ersten Netztest nach der Gamescom-Woche, nach den Indie-Arena. Doof, Chaos nach dem ganzen Zeug, was ich da von den Indie-Spielen rausgehauen habe, kommt jetzt das erste Game, was ich unabhängig von der Indie-Arena spiele. Aber wie es aussah, wir haben ja das Studio schon gesehen, von einem Indie-Entwickler, der auf der Gamescom war. Gut, das erste normale Test, was mit der Jahren zumindest nicht mehr viel am Mut hat. Wir spielen Rage in Peace, die Demo-Version. Und ja, fangen direkt mal an. Die Kredite. Wir haben jetzt hier auf Deutsch umgestellt, deshalb steht jetzt hier auch Spielenoptionen und die Kredite. Das sind natürlich die Credits. Ja. Spielen. Auf geht's. Heute Morgen bekam ich einen Auftrag mit dem Namen Timothy Maliungu. 6 Uhr morgens. Eine morgendliche Musik beginnt zu spielen. Wir steigen unter die Dusche. Wir kleiden uns für die Arbeit. Es ist extrem gewöhnlich, fast schon langweilig. Gewöhnliches Leben, gewöhnliche Routine, gewöhnliche Tage. Er denkt, dass alles, was im Leben passiert, einfach so passiert. Aber so gewöhnlich er auch sein mag, seine Geschichte wird für mich immer außergewöhnlich sein. Dies ist die Geschichte des Tages, an dem Timmy stirbt. Timmy, nein! Nicht Timmy. Timmy wird sterben. Hallo, mein lieber Timmy. Was zum? Du kommst mir bekannt vor. Warte. Bist du nicht der Sensenmann? Ich bin etwa berühmt. Aber Sensenmänner bringen den Tod. Ich sehe einen Sensenmann. Sterbe ich jetzt etwa? Keine Antwort. Das bedeutet wohl ja. Aber jung zu sterben ist doch nicht gar nicht so schlecht. Es sei denn, ich bin schon zu alt, um jung zu sterben. Interessant. Du bist nicht so wie die anderen. Und ja, so steht es geschrieben. Du wirst heute sterben. Oh, okay. Dann bleibt mein Traum wohl ein Traum. In meinem Pyjama und in der Wärme meines Zuhauses zu sterben, ganz ohne Drama. Oh, wie war das? Ein Traum? Ich wusste nicht, dass du einen Traum hast. Das wird immer interessanter. Na dann, gute oder schlechte Neuigkeiten? Ich habe beide Sorten. Was willst du zuerst hören? Gute Neuigkeiten, schlechte Neuigkeiten? Mir ganz egal. Okay, dann hebe ich dir die besseren für später auf. Die schlechte Neuigkeit ist, dass du geköpft werden wirst. Geköpft? Das sind tatsächlich schlechte Neuigkeiten. Aber hey, gute Neuigkeiten.
Hier steht nur, dass du heute sterben wirst. Heute. Von wann oder wo ist nicht die Rede. Wie soll das helfen? Augenblick mal. Heißt das, ich kann immer noch nach Hause gehen, um zu sterben, wie ich will? Nun, das hängt davon ab, wie sehr du dafür kämpfst. Aber ja, der Tag ist noch jung. Theoretisch sind noch 15 Stunden davon übrig. Okay. Aber warte mal, warum bist du so hilfsbereit? Bist du es nicht, der mich töten will, wird? Ach, mein lieber Timmy, sehe ich etwa wie ein bösartige Kreatur aus, die durch die Welt streift und Leute tötet? Ganz ehrlich, ja. Wir haben jetzt keine Zeit, das zu besprechen, du solltest gehen. Viel Glück, du wirst es brauchen. Da sind wir also, beginning of the end, das Anfang vom Ende. Und wir laden das Spiel. Na, der Kleine sieht ja ziemlich... Der sieht ja ein bisschen traurig aus, dem hängen so ein bisschen die Tränen in die Augen. Okay. Mit Space springen wir, mit den Pfeiltasten steuern wir. Okay. Jetzt müssen wir versuchen zu überleben. Hotel. Spring. Versuchen wir mal nicht zu sterben. Ja gut, versuchen wir es nochmal. Los geht's. Wie der Name schon verspricht, ist das hier ein kleines Rage-Game. Man wird hier ziemlich oft sterben. Hier muss ich da vielleicht ein bisschen warten. Kleines Jump'n'Run. Ha, muss ich ein bisschen früher abspringen. Da muss ich abspringen, damit ich nicht unter der Lampe lande. Ach, ich wusste doch, dass das die ist. Da können wir mal lesen. Timmy Malinu, November 11. Der 11. November 1992 geboren. Todestag ist der 2. September 2020. Also heute, wenn ich das hier aufnehme. Sehr cool, dass das Spiel sich dran das merkt. Ort, Büro im 37. Stock gefallene Lampe. Ah, da wird immer gesagt, was gemacht, woran ich gestorben bin. Außergewöhnlich, gewöhnlicher Kerl, Morgenmensch, keine Angst vor dem Tod, Kaffeeliebhaber, selten aufgebracht, hasst das Drama, hat es leider nicht geschafft, seinen einzigen Traum zu verwirklichen. Och, wie traurig. Das sollen wir ändern, das werden wir mal ändern, dass da ein bisschen was anderes drin steht. Okay, das muss ich noch ein bisschen, das Sterben muss ich noch ein bisschen üben. Gut, da bin ich auch noch nicht gestorben. Das Spiel heißt nicht umsonst Rage in Peace. Das ist ein ganz schönes Rage-Game. Spring doch. Was muss ich denn tun? Offensichtlich bringt hier Springen nichts so sehr. Ich muss zurücklaufen. Sehr gut. Hab ich überlegt. Ach, verdammt. Ach, und wieder von vorne. Ausgewichen. Ach komm. Das muss man irgendwie auswendig lernen. Das muss man. Ja. Die meisten sagen, sieht man halt nicht kommen. Ja. Es wird noch lustig. Verdammt mich. War schon fast am nächsten Checkpoint. Die Türen sind wahrscheinlich immer Checkpoints. Na, wahrscheinlich nicht. Ach komm. 15 Tode habe ich ja schon. Death Counter oben links.
Ach, wir werden hier einige. Ach, verdammt, wir werden hier einige Tote produzieren. Wird vielleicht irgendwann ins Dreistellige gehen. Dafür ist das Spiel doch da. Verdammt, zu spät. Spät gesprungen. Schön blutig das Game. Wird hier nichts ausgelassen. Verdammt. Ja, im Büro kann man echt mal sterben. So ein schnell heranfahrender Wagen. Ach komm. Ich muss früher losspringen. So, den ersten Raum schaffe ich mittlerweile ganz gut. Jo. Da müssen wir ausweichen. Checkpoint. Ach, das ist der erste Checkpoint. Sehr gut. Er macht das wirklich schwerer, als es sein muss. Es gefällt ihm wohl nicht, wenn jemand versucht, den Tod zu überlisten. Was ist los? Wer ist er? Weißt du, es gab da einen Moai auf einem Skateboard und Eissplitter erschossen aus dem Boden. Sie hätten mich beinahe getötet. Tja, das wird alles noch schlimmer. Vielleicht mache ich es noch schlimmer, aber ich würde dir helfen. Ich denke, du wirst das hier brauchen. Double Jump. Das kann ich tatsächlich gebrauchen. Spring zweimal auf für einen Doppelsprung. Doppelsprung? Wie in einem Videospiel? Aber, wie soll das überhaupt gehen? Das verletzt die Gesetze der Gravitation. Wenn man in der Luft ist, wäre man nicht in der Lage, die nötige Kraft auszuüben, um... Du erinnerst dich wirklich nie. Wie auch immer, du kannst jetzt Doppelsprünge machen und solltest dir das auch zunutze machen. Und nun geh. Na gut. Das Tag wird immer seltsamer. Sehr schön. Nicht so schön. Oha. Da kommt ein Hai aus der Pfütze. Natürlich. Verdammt. Da bin ich noch nicht gestorben. Verdammt. Da bin ich auch noch nicht gestorben. Mal sehen, wie viele Tote wir noch einsammeln hier. Ach komm. Ach Mensch. Da muss ich drüber springen. Das muss ich mir merken. Ach komm. Eine 2 Meter hohe Wand. Sieht man täglich. 2 Meter hohe Wand im Büro auf einen zu rasen. Passiert. Oh, sehr gut. Kurz. Verdammt. Doppelsprung brauche ich dafür. Da ist noch kein Checkpoint. Das wird einem nicht gegönnt. Sehr gut. Und... Ach komm. Ich bin noch doppelt gesprungen. Zu spät. Zu früh. Aus hat geklappt. Was komm? Wann muss ich denn sonst springen? Hier zum Beispiel. Hier wäre es nicht ganz schlecht. Okay, sehr gut. Na, unbedingt. Ein kleiner Jumpscare. Hm.
muss da springen und ja, da muss ich springen wahrscheinlich. Über das Monster. Sehr gut. Checkpoint. Oh, hi. Kann ich mit dir reden? Ich kann nicht mit dir reden. Zombie im Fahrstuhl. Zombie. Ja, kein Grund zu überrascht sein, Zombie. Was? Woher kennst du meinen Namen? Ach, komm schon, ich bin der Fahrstuhl-Zombie, weißt du. Ich beobachte die Leute im Büro immer durch die Ritzen. Auf der Fahrstuhltüren. Das ist interessant. Ich habe Zombies bisher nur in Büchern oder Filmen gesehen. Ich habe gehört, dass Menschen Geschichten über Zombies lieben. Aber ehrlich, ihr Menschen habt eine ziemlich verstörende Vorstellungskraft. Ich meine, komm schon, warum sollte ich die Körner von Menschen essen? Pfui, wirklich. Und wie auch immer, ich habe mich gewundert, da du wohl der einzige Mensch, den ich bis zu dir fragen kann, denkst du, dass Zombies lebendig oder tot sind? Das ist eine interessante Frage. Nun, den Film zufolge hängt es davon ab, wie die Zombie zum Zombie wurden. Also durch ein Virus, einen Parasiten oder durch eine Nekromantie. Also, welche Sorte bist du? Vergiss alte Geschichten, hast dich doch alles ausgedacht. Guck mich doch an. Da bin ich nicht der Zombie. Sie steht direkt vor den Augen. Wenn du siehst, kann ich reden, mich bewegen und bin offensichtlich am Leben. Und wichtiger noch, ich fühle mich auch lebendig. Es freut mich, das zu hören. All das von dir zu hören ist ein richtiger Ansporn für heute. Jetzt, wo ich dran denke, ich will nicht unhöflich sein, aber ich muss wirklich gehen. Wie ihr mal alle in Eile seid. Nun, gut. Bleibt beim Leben, Johann. Und glaubt niemand, an den du sagst, dass Zombies tot sind. Okay, weiter geht's. Sterben wir noch ein bisschen. Was ist jetzt passiert? Aha. Da geht's weiter. Oh. Ein Fall. Ja. Ein Fallspiel. Sehr gut. Baum fällt. Hätte ich das Haus mal einsammeln sollen. Hier stürzt jetzt alles ab. Ja, das ist weitestgehend ein bisschen. Ja. Das ist halt auswendig lernen. Muss halt gucken, wo man hier hinfällt. Da bin ich noch nicht gestorben. 41 Tode. Das ist gut. Ja, natürlich weniger Tode wäre noch toller, aber. Gut. Vielleicht werde ich hier noch Rage quitten. Ja. Auf jeden Fall schaffbar. Alles, was ich bisher so gemacht habe, das bisherige erste Stock, ist eigentlich so schön machen. Also eigentlich machbar. Ach komm. Die Musik ist ein bisschen heftig. Ach, da muss ich mich mehr nach rechts bewegen. Es ist wirklich auswendig gelerne. Ja, ist gut. Na, hi. ja. Heilpfütze. Bin ich gerade an der Heilpfütze gestorben. Sehr gut. Den Hai umgehen. Nicht zu übel. Hab's geschafft. Oh yeah. Sehr toll. Muss doch nicht Rage quitten.